So, hallo, wir machen weiter bei Superliminal. Letztes Mal haben wir Herausforderungsmodus Level 1 bis 4 gespielt. Ich habe ein bisschen Kritik geäußert, die möchte ich auch beibehalten. Auch hier bis hierher zu laufen, war noch keine Herausforderung dabei. Es geht erst hier los. Dreimal darf ich was grabben, zweimal darf ich springen. Ich darf jetzt also nicht 3 Millionen Türen erstellen. Ah, okay, I see. Darf wahrscheinlich nur eine Tür erstellen, fürchte ich. Und die eine reicht dann schon, um hochzukommen? Reicht die eine Tür? Niemals. Vielleicht muss ich wirklich drei erstellen und habe dann zwei Sprünge. Ja, okay, hier ist die Challenge zu Ende. Dann passt es schon. Dann hat's gepasst. Dann ist die Uhr hier die nächste Challenge. Ich darf zweimal grabben und muss zweimal springen. Lassen mir also sogar die Möglichkeit, die Uhr einmal zu umzusetzen. Okay, interessant. Größer kriege ich sie nicht beim ersten Mal zu grabben. Größer kriege ich sie nicht. So ist sie relativ groß. Das dürfte aber eigentlich schon reichen, oder? Ich meine, wir müssen jetzt kein Risiko eingehen. Ich kann auch einfach nochmal eine größere Uhr draufsetzen. Na, so ist es nicht. Aber jetzt müsste es funktionieren. Scheiße, die ist zu groß. F. Okay. Ich bin eigentlich der Meinung, mit der großen hätte es gereicht. Na, mit der jetzt nicht. Das sehe ich auch ein. Ah, scheiße. Ist die dahinter? Ja, das hätte auch nicht gereicht, ne? Nee. Aber warte, ich kann ja weiter zurückgehen. Oh, die wird schon wieder so krumm. Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Ach nee, ich habe ja nur zwei Sprünge. Ich habe ja nur zwei Sprünge. Es muss mit der ersten funktionieren. Ich muss von der aus jetzt ja hochkommen. Okay, perfekt. So. Okay, das ist auch gleich wieder eine Challenge. Ich darf genau einmal grabben. Das heißt, ich muss den Apfel jetzt genau mit einem Schlag sozusagen hier wegbekommen. Das wäre auch im Speedrun sinnvoll gewesen, wenn ich das mit einem Versuch geschafft hätte. Hä? Nichts drückt den Schalter aktuell. Oh, kann ich? Lel. Ausgetrickst. Ja gut, das ist jetzt einfach. Bevor ich versaus. Einfach. Yeah. So. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting okay, und hier ist die letzte Challenge. Into the standard orientation protocol. Das sind jetzt die Schilder, ne? Zweimal grabben, zweimal springen. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity boy. You will not receive these messages. Ah, would not make sense regardless. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ja, das passt. Nicht versauen. Easy. Ja, das war's. Aber ich glaube, jetzt ist sowieso der Abschnitt zu Ende, ne? Jetzt muss ich noch zum Ende laufen, aber es ist jetzt nur noch ablaufen.
Attention. Ja, Dr. da war Pierce Schluss. Okay, sehr gut. Hier war es jetzt, eigentlich ganz gut gesetzt, die Challenge-Räume. Man musste alles durchlaufen und es war überall eine Challenge drin. Das ist okay. Das ist okay. Nummer 6. Das Groß- und Kleinwerden. Da bin ich jetzt extrem gespannt, was sie da alles gemacht haben. Wie viele da Challenge-Räume geworden sind. 4 Stück gibt's. 4 Abschnitte. Okay. Bitte nicht die Hüpfburg. Wenn die Hüpfburg ein Challenge-Abschnitt ist, drehe ich durch. Ich will nicht, dass die Hüpfburg ein Challenge-Abschnitt ist. Aber ich fürchte, es wird so kommen. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did also, most recently. Dreimal springen, zweimal grabben. Das ist das komplette Haus. Das ist das komplette Haus. So. Der erste Sprung hier ist unerlässlich. So. Jetzt muss ich es einmal grabben und muss es klein machen. Mit dem einen Mal grabben. Größer machen. Also ich mach's immer falsch. Größer machen. Ich muss mich kleiner machen. Und dann sind hier die beiden Sprünge. Hier hoch. Wait a moment. Ich habe noch 2 Sprünge. 1, 2. Läuft man den einfach hoch? Das wäre nämlich der 3. Sprung. Ich habe aber nur noch 2 Sprünge. Muss ich es jetzt schaffen, so das Haus so zu setzen, dass ich hier als einen Sprung hochkomme. Und dann... Oder laufe ich da hoch? Das weiß ich jetzt nicht. Sonst wird es kritisch. Oder kann man von hier nach hier? Wir müssen ausprobieren. Es hilft jetzt leider nichts. Da müssen wir wohl ausprobieren. Also erstmal das Haus größer machen. Okay, ich hoffe, das reicht. Könnte jetzt kritisch werden. Aber jetzt brauche ich nämlich... Hier einen Sprung hoch. Und ja, hier laufe ich nicht hoch. Hier laufe ich nicht hoch. Ich muss hier den 2. Sprung setzen. Ah, es hat aber gereicht. Ich bin genau groß genug. Yes. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt ist hier wieder ein bisschen Laufsimulator. Hallo. My name is Dr. Glenn Pierce. Echte jetzt? In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may Einmal grabben. Na gut, das ist der Ventilator. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. To being soothing and den nehmen wir einfach gleich so in die Hand, dass er mega riesig ist. Dann drehen wir den hier hin. Und dann ist das Schild auch schon unten. Was ich hier lange rumgetan habe, bis ich die ganzen Blöcke mal verschoben habe, dabei war das nicht notwendig, ne? Kann man sich auch nicht ausdenken. Hä? Hat schon gezählt, ich hab's bekommen, ne? Der hat zwar nochmal bling-bling gemacht, aber nur weil ich im Nachgang noch was gedrückt habe. Jetzt ist es auf den Boden. Was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt rausgehen würde? Ah, schade, bin ich runtergesprungen. Das hätte ich jetzt gerne ausprobiert. Was jetzt passiert wäre, aber gut, egal. So, jetzt kommt mein... Okay, es ist eine Challenge. 3-mal grabben, 1-mal springen. Ja, das... Ja, es ergibt Sinn. My name is Dr. Ergibt leider Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. Also, it won't spare you gleich aufziehen, the pain of disease, dass ich groß genug bin, aber auch hochkomme. The cold shell of human nature or the eventual loss of everything you've ever held dear. Jetzt komme ich nicht hoch.
komme ich nicht hoch. Oh. Also dieses... Die Hüpfburg. Ich glaube, jetzt komme ich hoch, aber die ist nicht hoch groß. Na, wobei, könnte passen. Könnte passen. Komm schon, lass mich durch. Ja, lass mich durch. Ah, yes. Man muss nur hartnäckig sein. Okay, so. Einmal grabben. Ach so, ich muss es hier ja absetzen, damit es kleiner wird. Und jetzt, wenn es klein ist, wieder da drüben absetzen. Passt. Passt. Perfekt. Genau richtig, um auf und durch den Ausgang durchzukommen. Yes. Hüpfburg ist passé. Und hier jetzt zweimal grabben natürlich die beiden Tore. Das ist aber auch klar. My name is Dr. Glenn Pierce. Zweimal grabben. Das wird interessant. Die Frage ist nämlich für mich folgende. Schaffe ich es, direkt das Ding da oben hinzusetzen? Ja, weil jetzt komme ich auch da raus. Nee! Ist nicht dein... Ist nicht... Wobei... Komm... Ist nicht... Ich hab's direkt an die Wand. Ist nicht dein Ernst. Ich hab's direkt an die... Aber das ist für einen Speedrun super gut zu wissen. Dass das geht. Es muss man sogar so machen. Man muss es für die Challenge genauso machen. Aber ich komme jetzt nicht dran vor... Ich komme nicht dran vorbei, weil das Letzte, was ich grabben muss, ist das Haus. Ich muss das Haus dann mit einem Schwung erwischen. Nochmal. Hello, my name is also, wir Dr. gehen Glenn möglichst Pierce, weit nach hinten. And I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. Wir nehmen das Ding, das ist jetzt ganz klein. Greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Wir setzen es möglichst passend. F. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction. And we should be able to initiate the emergency. Ist wieder zu nah an der Wand. Oh, ich wollte schon. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly. Ist von hier auch schon? Nee, von hier nicht. Da würde es jetzt noch runterfallen. Ne? Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction. Ich muss es. Ah, ich bin ja dumm. Ich setze es so, dass ich einfach rauslaufen kann. Ja, natürlich. Ich bin ja komplett doof. Wieso mache ich es denn seitlich? Wieso mache ich es denn seitlich? Ich kann ja einfach rauslaufen. So, jetzt muss ich halt das Haus grabben. Und zwar so, dass es... Oh, scheiße. Ah, jetzt werde ich es nicht groß genug kriegen. Weil vielleicht habe ich Glück und es fällt passend runter. Okay, ich muss es so probieren. Ich muss hoffen, dass es jetzt von der Größe her... Oh Gott. Oh Gott, Leute, das wird schief gehen. Wenn es nämlich zu groß jetzt wird... Wenn es zu groß wird, fällt es irgendwo, prallt es irgendwo ab und ich komme nicht rein. Oh, das sieht super... Nein! Aber wenn es am Boden ist, von der Größe her, kann ich trotzdem durchlaufen. Ich dachte, es fällt auf den Tisch. Dann macht es einfach einen Abflug, ne? Das passt aber. Die Zeit nehmen wir uns, bis wir da sind.
Das passt, ich muss ja nur noch durchlaufen. Oh nein, ich darf nicht springen. Ich darf nicht springen. Wenn die Lücke jetzt zu hoch ist... Oh nein. Oh nein. Die Lücke ist zu hoch und ich darf nicht springen. Kante ist zu hoch, ne? Nein, die Kante ist zu hoch. Ja, scheiße. Mist. Hello. Aber gut, wir haben den Hauptgedanken. And I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 wir haben den Hauptgedanken. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Oh. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Also ich darf's nicht zu groß werden lassen. Das ist nicht gut. Wenn es zu groß wird, ist es nicht gut. Aber zu klein darf es halt auch nicht sein. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es mache am blödsten. Ist mal so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt brauche ich es nicht mehr probieren. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. So, Speedrun-Frage. Kann ich das auch gleich so dahin setzen? Nein. So funktioniert's nicht. Ich muss einen gewissen Abstand aufbauen. Is Dr. Glenn Pierce. Kann ich es jetzt da hochsetzen? For triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in also man muss nicht so weit weglaufen von dem Ding, aber ein bisschen muss man davon weglaufen. My name is Dr. Glenn Pierce and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly. Ach, come on. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, wir könnten halt echt nochmal Zeit sparen, wenn man das gut angeht. And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Nicht vielleicht. Ach du Scheiße. Ich würde halt... Oh Mann. Mann, ich... Oh, so passt's ja auch. Okay, wenn ich's da an die Kante stelle, passt es auch. Okay. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Wenn ich's da an die Kante stelle, passt es. Okay, perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Nice. Ja, weil es weit genug weg ist, wird es größer dadurch, dass bis ich hinlaufe. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Der denkt immer, man macht's falsch, weil man danach nochmal springt. Aber das registriert er nicht. Passt schon. Alles gut. Nummer 7. Nummer 7 war auch ganz viel einfach nur zum Durchlaufen. Ich bin gespannt, was da jetzt die Rätsel sind. War ein bisschen was war auch zum Rätseln, aber vieles war einfach nur Durchlaufen. Ja, 0 von 2. Genau das... Och nein, vor allem den Anfang. Das ist doch jetzt kompletter Müll. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience. Das ist jetzt in... Oh, jetzt sehe ich zum 5000. Mal diesen unnötigen Anfang. Den man nicht skippen kann. Kann ich den skippen? Nein. Ach, come on. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, helplessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Improved hypothesis.
Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Ob man es schafft, emergency in den Zeitraum einmal hin und wieder zurückzulaufen. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. Ich glaube, die Antwort ist ja. This concludes your standard orientation protocol. Oh mein Goodbye. Gott, die Antwort ist ja. Faszinierend. Ach, jetzt... Oh. Also das verstehe ich nicht, dass man das jetzt nicht aus der Herausforderung rausgenommen hat. Ich meine, wer den Herausforderungsmodus spielt, hat es doch alles schon 3000 Mal gesehen. So schön die Idee ja ist des Herausforderungsmodus, aber das finde ich dann nicht so gut. Das hier ist jetzt nicht mal eine Challenge. Ich darf ganz viele Versuche machen, um das Ding aufzusetzen. Aber ich schaff's mit einem. Oder auch nicht. Oder es ist keine Challenges. So. Jetzt läuft man halt ganz viel erstmal ab. Jetzt kommt das Zeug, wo man runterfällt und so weiter und so fort, ne? Hallo. Und der ganze Käse. Mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before we begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Das war auch keine Challenge. Zweimal grabben und das Ding ist weg. Hätte man das Challenge machen können, weil im Level 2 war es ja auch eine Challenge. Immer noch keine Challenge gefunden. Bin gespannt, wann wir die erste Challenge finden. Könnt's mir denken. Ich denke, da, wo man den Würfel platzieren muss, könnte eine Challenge sein. Das könnte eine Challenge sein. In a way that will enable you to face dire trial by fire scenarios with solutions that could. Übrigens habe ich gelesen, man kann sich tatsächlich hier wieder hochbauen und da oben wäre nochmal so ein Osterei oder sowas in dieser Tür. Nope, Leute. Nope. Das werde ich nicht probieren. Da wieder hochbauen ist sick. Vor allem hier ist es so dunkel, dass... Nee. Da habe ich keine Motivation für, sorry. Ja, weiß ich doch. Ja, genau, das meinte ich. Viermal springen, zweimal grabben. Es ist im Prinzip logisch, wie es abläuft. Einmal dieser Grab. Erster Sprung, zweiter Sprung. Und einmal dieser Grab. Dritter Sprung, vierter Sprung. Ja, Mensch. Einmal grabben. Welches ominöse Rätsel wird das nur sein? Puh. Wisst ihr, was ich meine? Genau das meine ich. Genau das meine ich. Und alles andere ist keine Challenge mehr. Und alles davor war auch keine Challenge. Und für die zwei richtig crazy Rätsel. Für die zwei richtig crazy Rätsel habe ich jetzt komplette 7 nochmal gespielt. Ist das deren Ernst? Wobei, ich kann jetzt eigentlich raus, oder? Wir haben es ja. Muss doch zählen. Ja. Also jetzt noch 0 von 3. Nummer 8.
Was können denn hier große Rätsel sein? Hier war das meiste ja auch nur durchlaufen. Bei dem Schach könnte es halt sein, dass man genauso viele... Guck mal, wenn sie sowas hier können, wenn sie sagen, wir können auch einen kompletten Bereich so einsetzen. Warum? Also das verstehe ich. Warum hat man es dann bei anderen Sachen nicht gemacht? Kann ich hier durch? Okay, ich kann hier durch. Das ist egal, wo ich das mache. Weil dann will ich es nämlich hier aus der Ecke hin versuchen auszubauen. Ich habe es nicht groß genug. Ah, ich fürchte, das ist jetzt nicht groß genug und ich krieg's auch nicht groß genug aus der Situation raus. Ich habe es nicht groß genug angefangen. Das wird nichts. Ja. Ich muss es schon groß in die Hand nehmen. Ich das irgendwie größer. Patients do not have access to this dream. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass ich es zweimal nehmen muss und es dann erst größer werden kann. Ist ja durchaus möglich, dass das hier der Fall ist. Diagnostic warning. Unrealistic. Weil jetzt ist der zweite Grab. Der dritte Grab. Die Frage ist halt, ob jetzt noch was kommt. Weil mit zweimal kriege ich es hin. Wenn ich es einmal machen muss, wird es kritisch. Dann wird es etwas kritisch. Mal schauen, ob jetzt gleich das Bestätigungsding kommt oder ob ich noch was tun muss. Lass mich durch. Okay, perfekt. Puh. Dann hat's gepasst. Gut, jetzt laufen wir wieder ganz viel ab, bis wir zum nächsten Abschnitt kommen. Ach, I don't know, Leute. Finde ich irgendwie nicht so cool hier jetzt. Ich meine, dieses Wegnehmen hier hätte jetzt ja auch wieder eine Herausforderung sein können. Warum? Die anderen Sachen waren ja auch so einfach und waren eine Herausforderung. Warum das jetzt nicht? Das ist irgendwie... Der Herausforderungsmodus ist irgendwie inkonsequent. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich hier springen. Warum gehe ich nicht einfach in die Mitte? My name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, jetzt spielen wir ihn zu Ende. Jetzt habe ich ihn angefangen. Jetzt habe ich noch ganze zwei Rätsel vor mir. Aber den habe ich am Anfang, als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eine coolere Geschichte. So ist es dann doch nicht wirklich cool gewesen. Es war ganz schön, es nochmal durchzulaufen. Zum 5000. Mal. Aber ich hätte dann doch lieber direkt mich zu den Herausforderungen porten lassen. Denn ich weiß, ich kann es mir denken. Die eine Herausforderung wird das Schach sein. Die andere Herausforderung wird der Käse sein. Ja, das werden die zwei sein. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher werden das die zwei sein. Und alles andere ist reines Ablaufen. Ich hab alles anderes ablaufen. Oh, nee. Entschuldigung für Gähnen. Da sind wir zu Hause. Wäre das jetzt eine Herausforderung gewesen, hätte ich schon verkackt, weil ich es jetzt einmal öfter gegrabt habe als notwendig. Ja, warum ist das keine Herausforderung? Einmal grabben, einmal absetzen, einmal springen, zweimal springen. Hätte ich schon wieder versaut, siehst du? Die hätte ich schon versaut. Warum ist das keine Herausforderung gewesen? But in white space, I also face the greatest challenge. Das ist irgendwie inkonsequent. Ich weiß es nicht. Ich finde es komisch. With a lifetime of life itself behind me and all of the weight that it carried. I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Aber gut, was soll's. Ist jetzt ja egal, wir sind ja gleich durch.
Passt es jetzt? Ich gehe hier nach gelb und dann kommt hier das Ding. Es wäre wieder falsch gewesen. Okay, ich darf nicht zu der Seite gehen, die gelb ist. Okay. Ich darf nicht zu der Seite gehen, die gelb ist. Ihr merkt schon, ich möchte nochmal den Speedrun probieren. Ich will die 30 Minuten nochmal ansetzen. Dafür muss ich die Sachen jetzt noch begreifen, die ich damals falsch gemacht habe. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where ich darf dreimal grabben. Okay, ich verstehe die Herausforderung. Man muss sie auf die Linien setzen. Man muss sie passend auf die Linien setzen. Okay, das fühle ich. Das ist eine ganz interessante Sache. Habe ich es gepackt? Ich glaube nicht. Ah, doch, er ist drauf. Ja, okay, passt. Komm schon, komm. Zählt das? Yes. Nice. Okay, das war eine coole Herausforderung, so. Das war okay, aber man könnte sich doch dann dahin porten und nicht den ganzen Quatsch vorher machen müssen. Versteht ihr? Das ist mein Problem. Alles andere ist ja voll okay. Mit allem anderen bin ich ja komplett d'accord. So, jetzt darf ich einmal den Käse grabben. Muss den halt so grabben, dass er gleich ganz groß ist. Ah, shit. Ja, so grabben, dass er ganz groß ist. Dann einmal rumdrehen. Und ich den dann hier möglichst groß aufziehen kann. Ah, ich bin skeptisch. Ich habe den ungünstig in der Hand. Ich glaube, der ist jetzt kleiner. Ich glaube, der ist jetzt kleiner, wenn ich den absetze. Es sieht zwar gut aus, aber ich glaube, der ist jetzt klein am Ende. Ja, seht ihr, was ich meine? Es könnte reichen, wenn ich einen guten Sprung setze. Oh, nice. Ja, Errungenschaft abgeschlossen. Aufmerksam. Das war der Herausforderungsmodus. Ja, also keine Ahnung. Hatte gute Stellen. Das mit dem Schach zum Schluss war eine gute Stelle. Aber das hätte man halt als einzelne Ports machen können. So, ne? Dass man dahin geportet wird, man macht diesen Raum und das war's. Und man läuft nicht nochmal alles ab. Ne? Das ist mein Problem. Das ist mein Problem an der Geschichte. Okay. Dann haben wir auch das jetzt abgeschlossen. Ich hab's mir schöner vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Herausforderungsmodus etwas schöner vorgestellt. Das war jetzt dann doch im Endeffekt nicht so das, was ich mir darunter unter Herausforderung vorgestellt habe. Na? Muss ich ganz ehrlich sein. Da war fast noch der erste Abschnitt herausforderungsmäßig am besten. Das war noch am kniffligsten. Alles andere war eigentlich nur, ich laufe es nochmal ab und musste mir jetzt nicht viel Gedanken machen. Das meiste hat halt einfach funktioniert. Okay. Nächstes Mal machen wir den letzten Part. Aber ich möchte einmal noch den Speedrun probieren. Wir ziehen den noch einmal durch. Wenn wir nicht auf die halbe Stunde kommen, ist es halt so. Aber wir ziehen den einmal noch durch. Es muss halt einfach perfekt laufen und es wird es nicht tun. Und das hier sind alles Sachen, die mit dem Workshop zu tun haben, die lasse ich aus. Dann haben wir aber wirklich alles gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.